Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum heutigen Filmseminar gegen Austerität. Ich bin Franziska, ich bin aktiv in der Kampagne International Solidarisch Schluss mit Austerität, in der wir uns hier der Sozialstaatskürzung militärischen Politik anlegen und wollen oder anlegen und auch aus der wir dieses Filmseminar nun seit gut 5 Jahren dafür unternehmen, dass wir nicht nur klüger werden, aus dem Kulturschatz schöpfen, sondern vor allem auch ambitionierter werden, darauf hin, dass doch der Großteil der Bevölkerung aus der weit verbreiteten Kriegsmüdigkeit Friedenstätigkeit macht. Dafür oder damit schauen wir heute den Film Control Room. Denn ich denke, wenn jeder Krieg mit einer Lüge beginnt, so ist doch die Aufklärung über die Interessen hinter jedem Krieg eine Friedenstat und auch eine Eröffnung für ein persönliches Eingreifen, das sich Diplomatie und Völkerverständigen durchsetzen. Und wer heute in die sogenannten Qualitätsmedien einen Blick wirft oder vielleicht auch ein Ohr wirft, also wer zu denjenigen gehört, die dann morgens Deutschlandfunk hören wie ich, bekommt schon einen Eindruck, wie mit Lügen der Krieg und die Kriegsvorbereitung, die Aufrüstung in gewisser Weise jede Waffe legitimiert werden soll. Mit dem heutigen Film, ja, denke ich, kriegen wir nicht nur einen Eindruck, sondern eine lebendige Darstellung, welche Bedeutung engagierte Wahrheitsfindung, freie Debatte und auch öffentliche Meinungsbildung und eben auch besonders internationale Völkerverständigung haben. Und deswegen freuen wir uns, dass das sehr passend ist und dass es heute Abend Karin Leukefeld den Filmabend begleitet, einführen und dann auch später bei der Diskussion dabei sein wird. Karin Leukefeld ist Friedensjournalistin. Sie arbeitet als Korrespondentin für Nahost, unter anderem für die junge Welt, ist entsprechend Expertin oder engagiert in genau diesem Journalismus, der aufklärt dafür, dass wir hierzulande uns auch stärker anlegen können mit den Interessen hinter den Kriegen und dass wir auch international verständigt im Verständnis hier für Frieden kämpfen. Also es ist sehr passend, dass Karin, du heute hier bist und mit uns den Filmabend gestaltest. Danke. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung hierher. Bevor wir diesen hervorragenden Film sehen, möchte ich gerne aus Sicht einer Journalistin, die just zu diesem Zeitpunkt, wo der Film spielt, auch im Irak war, also bis 2 Tage vor dem Krieg und dann direkt danach wieder. Als ich mir nochmal angesehen habe, habe ich natürlich viel mich erinnert an die damalige Zeit und den Unterschied auch nochmal ganz deutlich vor Augen gehabt, wie es war, aus dem Land selber zu berichten, sozusagen während die Truppen aufmarschiert sind, um im Irak einzumarschieren. Und dieser Film spielt ja in Katar im Zentrum der US-Armee und im Zentrum von Al Jazeera in Doha. Und wir haben den Blick auf das Land und was dort geschieht durch die Augen der Kameras. Das halbe Jahr vorher, wo klar war, es wird einen Krieg geben gegen den Irak, und es kam immer mehr und mehr und nachher waren es weit über 200 Journalisten in Bagdad, wo immer sich die Kameras drauf gerichtet haben, das war das eine. Aber was man real eben halt vor Ort auch mit den Menschen besprochen hat oder gehört hat, ihre Ängste, ihre Vorstellungen, ihre Hoffnungen bei diesen riesigen Demonstrationen, die es ja vor dem Beginn des Krieges weltweit gegeben hat, das war schon etwas sehr Eindrückliches und das ist im Grunde in unserer Erinnerung an den Krieg nicht mehr wirklich präsent. Wenn wir über Al Jazeera sprechen, muss man auch ausholen. Es ist ein besonderer Sender und in der Vorbereitung zu heute Abend habe ich mir verschiedene Dinge angeguckt, auch die, die ich selber geschrieben habe. Ich war ja auch bei Al Jazeera in Doha 2006 und habe eine Reportage darüber gemacht. Dieser Sender hat
eine unglaubliche Entwicklung durchlaufen. Vielleicht voran ein Satz. Jeder West Point-Absolvent der US-Armee weiß, dass Kriege nicht mit Bomben, sondern mit Informationen gewonnen werden. Wer die Fakten kontrolliert, der kontrolliert das Schlachtfeld. Das ist etwas, was wir bei Kriegsberichterstattung nie vergessen sollten. Al Jazeera wurde 1996 gegründet, sozusagen aus der Konkursmasse von BBC Arabic. Es war, BBC hat ihr arabisches Programm eingestellt und viele der damaligen Journalisten sind dann sozusagen von Katar aufgekauft worden, in Anführungsstrichen, um in Doha einen neuen Sender zu starten. Al Jazeera hat damals etwas völlig Neues angefangen. Sie haben in der arabischen Welt, wo ja auch die Debattenkultur, sage ich mal, nicht so ausgeprägt war in der Öffentlichkeit, eine besondere Herausforderung hatte. Zum Hintergrund dieses Senders sollte man aber auch noch etwas anderes wissen, bevor ich auf die Geschichte des Senders nochmal eingehe. Katar arbeitet, dieses kleine Emirat am Persischen Golf, arbeitet seit 1991 zusammen mit der US-Armee. Und zwar schon bei dem Irakkrieg Desert Storm 1991 hatte sich die Armee von Katar an diesem Militäreinsatz beteiligt. Seit 1991 gibt es ein Verteidigungsabkommen mit den USA. Als Al Jazeera gegründet wurde 1996, hat Katar angefangen, eine riesige Militärbasis zu bauen, die Al-Udeid-Basis, für eine Summe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Diese Militärbasis wurde 2001 nach den Anschlägen in New York von der US-Armee benutzt für die Einsätze in Afghanistan. Ende September erstmals wurden dort US-amerikanische Kampfjets stationiert, die dann später in Afghanistan eingesetzt wurde. 2002 wurde erstmals offiziell von der US-Armee, damals von Dick Cheney, dem Vizepräsidenten, eingeräumt, dass es diese Militärbasis überhaupt gibt. Bis dahin war das in den Medien immer nur, als gibt es sie oder gibt es sie nicht und benutzen die Amerikaner sie oder benutzen sie sie nicht, war es so ein Spiel. Aber als Dick Cheney dann dort war mit Journalisten, war klar, es gibt diese Militärbasis. 2003, als der Krieg vorbereitet wurde gegen den Irak, von dem dieser Film heute Abend ja auch handelt, wurde diese Basis die offizielle Militärbasis der US-Armee und des CENTCOM, des Zentralkommandos der US-Armee, sodass wir auf der Basis mehr als 10.000 Soldaten hatten, von wo aus diese Invasion in den Irak koordiniert wurde. Diese militärische Zusammenarbeit hat sich über die ganzen Jahre hin intensiviert und 2022 bekam Katar den Status als wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter der USA. Damit sind bestimmte Vorteile auch für das Land verbunden. Und 2024 war diese Al-Udeid-Basis, also auch wurde sie benutzt von anderen NATO-Partnern, es gibt dort auch deutsche Offiziere, nicht nur im Kampf im Irak, sondern auch in Afghanistan und in Syrien. Also diese Basis hat heute die Aufgabe, die gesamte Region sozusagen
zu überwachen und zu kontrollieren. Und CENTCOM, das US-Zentralkommando, hat dort also seine Hauptposition in der arabischen Welt. Vielleicht noch zum Hintergrund, die USA hat etwa 40.000 Soldaten und Soldatinnen im Mittleren Osten stationiert. Die fünfte US-Flotte sitzt in Bahrain, das ist gerade nördlich von Katar. Und es gibt 28, also von der Marineseite aus 28.000 Soldaten in Kuwait, in Bahrain und Katar. Und diese Golfemirate, also diese Königreiche, diese Emirate, finanzieren die Kosten dieser Militärbasen zu etwa 60%. Also nach den Zahlen, die ich jetzt hier gefunden habe, sind das jährlich etwa 650 Millionen US-Dollar. Das nur zum Hintergrund. Als ich 2006 bei Al Jazeera war in Doha, hat mir eine Kollegin, die ich aus Bagdad kannte, gesagt, ich habe sie gefragt zu diesem Verhältnis zwischen Katar und den USA und dem Sender und den USA. Und sie hat gesagt, naja, Katar ist eigentlich in gewisser Weise freiwillig besetzt. Sie haben die US-Basis im Land, Katar ist ganz klein, um auch geschützt zu werden gegen Saudi-Arabien, ein alter Konflikt der Emirate. Vor dem Hintergrund entwickelt sich also Al Jazeera als ein Sender, der eine besondere Bedeutung hat nach außen, aber auch nach innen und auch innerhalb der arabischen Welt, wird finanziert aus dem Staatshaushalt, speziell des Emirs, also des Präsidenten oder Königs von Katar. Aber der Sender hat tatsächlich eine unglaublich große Freiheit, journalistische Freiheit. Die Amerikaner haben die Gründung dieses Senders unterstützt. Sie haben gesagt, es ist ganz gut, wenn es einen arabischen Sender gibt, der in der Welt, in der arabischen Welt, ein bisschen frischen Wind reinbringt, ein neues Modell reinbringt. Und sie haben das am Anfang unterstützt. Aber es wurde dann doch etwas ungemütlich für die Amerikaner, weil Al Jazeera am Anfang so nur in Arabisch ausstrahlte und mit den Nachbarländern, den anderen arabischen Nachbarländern, ein etwas schwieriges Verhältnis hatte, weil sie so immer so Diskussionsprogramme hatten. Und sie haben immer aus den anderen Ländern Diskussionspartner eingeladen, die also sehr offen und auch oft sehr negativ über die jeweiligen Herrscher dieser anderen Länder gesprochen haben. Und man findet also in den Memoiren zum Beispiel des US-Botschafters Patrick Theros, der damals zu dem Zeitpunkt in Katar war, so Aufzeichnungen darüber, welche Folgen diese Diskussionssendungen hatten, weil sich nämlich dann die Herrscher, beispielsweise von Kuwait, da wurde der einer der Minister wurde also in so einer Sendung extrem angegriffen und am nächsten Tag war der Außenminister von Kuwait am Telefon in Washington und hat gesagt, so geht es nicht, Katar fördert den Zwiespalt hier in der Region, im Mittleren Osten und unter den arabischen Ländern. Und dann hat Washington in Katar angerufen beim US-Botschafter und hat gesagt, sag den Kataris, dass sie ein bisschen zu weit gegangen sind mit ihren Sendern. Sie sollen irgendwie den Ton etwas mäßigen. Und das ging also hin und her und dann hieß es eines Tages, wenn die Kataris so weitermachen mit diesen Sendern und mit diesen Sendungen, dann wird das dazu führen, also wir sagen Ihnen jetzt von Washington aus, entweder ihr schaltet dieses Programm ab oder der Sender wird geschlossen. Also es war ein absolut schwieriges Verhältnis zwischen den US-Offiziellen und dem Sender Al Jazeera, die Amerikaner wandten sich immer an den Emir, weil sie den Eindruck hatten, dass dieser Sender ihre eigenen Beziehungen in der Region verschlechtern. Also von Anfang an hatte dieser Sender einen schwierigen Stand.
Aber sie haben durchgehalten und sie waren dann mit Beginn der Kriege gegen den Terror eigentlich permanent präsent. Sie waren, haben aus Afghanistan berichtet, aus dem Afghanistan-Krieg. Und in Kabul wurde das Büro von Al Jazeera von den Amerikanern bombardiert. Sie haben aus dem Irakkrieg berichtet und auch da wurde das Büro von Al Jazeera bombardiert. In beiden Fällen kamen Mitarbeiter ums Leben. 2006 wurde das englische Programm gestartet, weltweit. Mittlerweile sendet Al Jazeera auch in Französisch und in Spanisch. Und mit Beginn des arabischen Frühlings 2011 nahm Al Jazeera eine führende Rolle ein in der Berichterstattung über Tunesien und Ägypten. Wobei man sagen muss, dass in dem Punkt die Rolle von Al Jazeera nicht immer professionell war. Sie war nicht neutral, eigentlich war die Rolle nie wirklich neutral, aber sie wurde etwas unprofessionell, weil sie tatsächlich ausgerichtet war auf die Unterstützung der islamischen Bewegung. Und die Proteste in Tunesien und auch in Ägypten wurden nicht nur von islamistischen Gruppen oder islamischen Gruppen angeführt, sondern eben halt auch sehr, sehr viel anderen Teilen der Gesellschaft, kann man sagen. Und die Berichterstattung von Al Jazeera wurde dann in der Folge relativ einseitig, sodass, also besonders mit dem Syrienkrieg wurde das sehr deutlich, dass dann sehr viele Mitarbeiter von Al Jazeera den Sender verlassen haben. Und sie haben einen neuen Sender gegründet im Libanon, Al-Mayadeen, ist Ihnen vielleicht auch ein Begriff. Al-Mayadeen hat auch eine englische Webseite. Und heute koordinieren beide Sender ihre Arbeit. Aber Al-Mayadeen ist hervorgegangen aus einer Krise, sage ich mal, der Berichterstattung bei Al Jazeera. Was ich damals aber so wichtig fand, die Kollegen, die Al Jazeera verlassen haben, aus Protest gegen die Ausrichtung des Programms, insbesondere in Syrien, die haben da offen drüber diskutiert. Also es fand damals in der arabischen Medienlandschaft und unter Kolleginnen und Kollegen eine offene Diskussion über die Berichterstattung statt. Speziell beim Syrienkrieg. Und das war eine Auseinandersetzung, die ich zum Beispiel bei deutschen Kollegen nicht erlebt habe. Die wurden abgezogen, es wurden bestimmte Berichte nicht mehr gesendet und übernommen. Also das ist etwas, was ich zum Beispiel persönlich direkt erfahren habe. Ich habe früher ja sehr viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, aber mit dem Syrienkrieg war das dann vorbei. Al Jazeera berichtet seit 2009, 2008 ausführlich auch über die palästinensischen Gebiete, und zwar das Westjordanland, über Gaza und Ost-Jerusalem. Und wenn man das sieht, wenn man die Sendung sieht im Englischen, sagen sie auch immer, unser Korrespondent in den besetzten palästinensischen Gebieten oder aus dem besetzten Ost-Jerusalem. Das ist schon eine klare Zuordnung, aber es ist de facto ja auch richtig. Diese Gebiete sind ja, das Westjordanland und Ost-Jerusalem ist von der israelischen Seite besetzt. Und insofern ist es auch richtig, das zu sagen. Die Berichterstattung ist sehr vor Ort. Sind viele Palästinenser oder Palästinenser mit doppelter Staatsangehörigkeit, die da arbeiten. Und ich möchte erinnern an diesem Punkt auch an Shirin Abu Akhle, die 2022 im Mai bei der Berichterstattung über einen Sturm der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Jenin getötet wurde, und zwar von einem israelischen Scharfschützen von hinten, muss man sagen. Denn sie trug die spezielle Ausrüstung, die Journalisten im Krieg tragen müssen. Und da gibt es, das hat ein Producer auch sehr ausführlich geschildert, sie trug einen Helm, sie trug eine Weste, und diese Weste hat einen Kragen. Aber es gibt zwischen Helm und Kragen einen kleinen
Streifen, der ungeschützt ist. Und genau da wurde also durchgeschossen, von hinten in den Hals. Das heißt, es konnte eigentlich nur ein Scharfschütze gewesen sein, hat sich mittlerweile auch bestätigt. Seit 2023 haben wir den Krieg im Gazastreifen und Al Jazeera ist ganz gezielt Angriffen der israelischen Armee ausgesetzt. Wiederholt wurde der US-Außenminister Blinken von der israelischen Seite aufgefordert, sich an Al Jazeera bzw. auch an den Emir von Katar zu wenden und zu sagen, er soll dafür sorgen, dass dieser Sender seinen Ton mäßigt. Sonst würde das Büro geschlossen. Sie können natürlich, Israel kann das Büro von Al Jazeera nicht in Gaza schließen, weil Gaza ist palästinensisches Gebiet. Aber sie haben jetzt ein Gesetz verabschiedet, wonach Al Jazeera geschlossen werden kann in Israel und in den besetzten Gebieten. Diese hohe Zahl von getöteten Journalisten im Gazakrieg hat es so noch nicht gegeben, über 130. Und insbesondere Al Jazeera wurde attackiert oder angegriffen oder zum Ziel, nicht nur die Journalisten selber, sondern auch ihre Familien. Das ist vielleicht etwas, was auch hier in manchen Medien transportiert worden ist. Also der Büroleiter von Al Jazeera in Gaza hat nicht nur seine Frau und seine Kinder und Enkelkind verloren, sondern dann auch noch seinen Sohn, der auch Journalist war, und alle wurden sie durch Angriffe der israelischen Seite ermordet. Mittlerweile hat er den Gazastreifen verlassen und ist in Katar. Er war auch verletzt. Und das ist ein hoher Preis, den die Journalisten von Al Jazeera, aber überhaupt alle Journalisten im Gazastreifen bezahlen. Das sind in erster Linie Palästinenser, weil ausländische Journalisten dürfen den Gazastreifen nicht betreten. Wir bekommen keine Genehmigung von Israel, es sei denn, wir gehen als Embedded Journalists, also mit der israelischen Armee, von Israel her in diese Gebiete. Aber Israel hat natürlich extreme Vorschriften für Journalisten. Sie müssen, also bis hin zu, dass sie ihre Berichte vorlegen müssen, und die werden dann kontrolliert von einer militärischen Zensurbehörde. Man merkt schon, dass Al Jazeera jetzt auf das Drängen der USA und auf die Drohungen Israels in gewisser Weise reagiert, aber noch immer ist im Fernsehen, in den Live-Sendungen, Gaza an erster Stelle. Und man kann es auch im englischen Programm gut verfolgen, im Internet oder hier bei uns auch noch im Fernsehen, dass sie eben eine sehr gezielte und intensive Berichterstattung aus Gaza haben. Aber Al Jazeera heute ist nicht mehr Al Jazeera das, was wir im Film sehen werden. Der Film ist vor 20 Jahren entstanden und heute ist Al Jazeera ein Mediennetzwerk. Sie haben einen Ethikcode, den die Mitarbeiter unterschreiben müssen. Sie haben ein eigenes Institut, wo sie Mitarbeiter ausbilden. Sie haben ein Institut für das Erlernen in gewisser Weise der Standards von Menschenrechten und Freiheiten. Sie, das habe ich schon gesagt, berichten in arabischer Sprache, Englisch, Spanisch und in Französisch. Die Sender, also die einzelnen Programme, sind auch sehr auf die jeweilige Öffentlichkeit abgestimmt. Also wir haben im englischen Programm sehr viel, sage ich mal, also sehr viele Programme, die angepasst sind auch an unsere Sehgewohnheiten. Also wir haben Berichte über Medienberichterstattung, wir haben Diskussionsformate, wir haben Interviewformate, wir haben Formate, wo Experten zu Wort kommen und Dinge erklären. Nie zu lang. Wir haben ein Programm Inside Story, wo man drei Leute zuschaltet aus unterschiedlichen Ländern, die eine Thematik, eine Fragestellung
behandeln. Es gibt ausgezeichnete Dokumentationen von Al Jazeera und sie machen auch eigene investigative Recherchen. Das arabische Programm ist etwas anders. Insbesondere Mubashara, das ist der Live-Sender, sorgt immer wieder auch in den arabischen Ländern für Aufregung, weil dort die Bevölkerung relativ ungeschützt für die Herrscher, sage ich mal, zu Wort kommen. Und es wird wenig kommentiert, es wird einfach nur übertragen. Und das ist sicherlich ein Programm, wo es auch immer wieder Konflikte drüber gibt. Al Jazeera hat auch sich speziell auf die sozialen Medien fokussiert. Sie haben da extra Formate für soziale Medien. Und heute, nur um mal die Größe zu zeigen zu dem, was wir im Film jetzt gleich sehen werden, es gibt mehr als 70 Büros in der ganzen Welt, mehr als 3000 Mitarbeiter aus 95 verschiedenen Ländern. Das ist also auch in sich ein absolut internationaler Sender. Man kann Al Jazeera in mehr als 150 Ländern der Welt empfangen und sie sprechen von 430.000 Haushalten, die den Sender empfangen. Ich kann es nur empfehlen, Al Jazeera im Internet regelmäßig zu lesen. Es bildet. Wir haben mehr Informationen dort als hier bei uns. Das ist auf jeden Fall völlig klar, weil sie sehr viel weniger restriktiv berichten. Sie berichten wenig über Katar selber. Das scheint ausgespart zu sein. Also es ist ein Sender, der über alle Länder berichtet, aber fast nie über Katar. Und wir haben in der letzten Zeit allerdings immer eine Berichterstattung gehabt, weil Katar im Gazakrieg als Vermittler eingesetzt ist. Über diesen Stand der Verhandlungen wird regelmäßig berichtet. Es gibt auch, es werden Pressekonferenzen übertragen von, wenn Blinken in Doha ist, um dort Gespräche zu führen. Und es wurde natürlich auch darüber berichtet, als die Verhandlung war mit den Taliban in Afghanistan und darüber, dass Qatar Airways Zehntausende von afghanischen Flüchtlingen aus Kabul ausgeflogen hat, als alle anderen Maschinen schon abgeflogen waren. Das betrifft übrigens auch Deutschland. Also Qatar Airways hat sehr viele Afghanen noch aus dem Land geholt, als eigentlich niemand sonst mehr da war. Aber wir müssen Al Jazeera auch einordnen, diesen Begriff mag ich eigentlich nicht so gern, jetzt habe ich ihn benutzt, also man muss es sehen im Kontext der internationalen Entwicklung. Heute, 20 Jahre später, als dieser Irakkrieg, der hier in diesem Control Room Film gezeigt wird, hat die Medienberichterstattung eine völlig andere Aufgabe. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass mit diesem Krieg im Irak und auch mit dem Krieg in Afghanistan 2001 der anhaltende Krieg gegen den Terror begonnen hat, der von den USA geführt wird. Der US-geführte Krieg gegen den Terror hat die Berichterstattung unglaublich verändert. Ich sage das auch aus einer eigenen Reflexion heraus, weil als ich 2003 oder 2001 das erste Mal in den Irak kam, hatte ich noch völlig andere Möglichkeiten, auch zu berichten über das, was dort ist. Aber das hat sich total geändert. Der Krieg gegen den Terror hat neue Kriege und neue militärische Akteure hervorgebracht. Und dieser Krieg gegen den Terror hat aus Weizenfeldern Schlachtfelder gemacht, wie mir jemand im Libanon sagte. Die fruchtbaren Landstriche zwischen Euphrat und Tigris wurden verwüstet. Der Krieg gegen den Terror hat die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen zerstört und sie zu Flüchtlingen gemacht. Der Krieg gegen den Terror hat Regierungen, Unternehmen, Medien, Hilfsorganisationen, die Kultur, die Bildung und die Justiz
manipuliert und instrumentalisiert. Dieser Krieg hat einfach alle Bereiche menschlichen und gesellschaftlichen Lebens infiltriert. Und dieser Krieg hat Widerstand hervorgebracht, wie wir im Nahen und Mittleren Osten, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent oder auch in den süd- und lateinamerikanischen Ländern sehen können. Es gibt Menschen, Gruppen, Regierungen, militärische Kräfte, die ihr Land und ihre Region verteidigen. Was wir in Palästina sehen, ist, dass die Menschen an ihrem Land festhalten. Land, das von anderen gewollt wird. Und überall, es gibt Großmächte wie China, Russland und die Schwellenländer, die stellen sich den USA und der NATO und der Europäischen Union entgegen. Und überall in diesen ganzen Gebieten, wo wir diese Auswirkungen, Folgen des Krieges gegen den Terror haben, da gibt es auch noch zusätzliche nationale, lokale und gesellschaftliche Konflikte, die den internationalen Krieg gegen den Terror und den Widerstand dagegen noch komplexer machen. Wie soll man darüber berichten? Wie sollen Journalisten darüber berichten? Die Berichterstattung ist, und hier beziehe ich mich auf einen Offizier des österreichischen Bundesheeres, die Berichterstattung ist Teil einer hybriden Drohkulisse geworden. Krieg ohne Kampf nennen das die Militärs. Ein Krieg, der einen politischen Gegenspieler schwächen und destabilisieren soll. Schauplatz ist vor allem das Internet. Und das Ziel ist der Kopf. Und jederzeit kann diese hybride Bedrohung auch mit militärischen Mitteln als Krieg fortgesetzt werden. Akteure und gleichzeitig auch Ziel von hybrider Bedrohung sind die Menschen, die Journalisten, die Diplomaten und Politiker. Akteure sind bestimmte Gruppierungen in der Bevölkerung des jeweils anderen Staates, die auf unterschiedliche Weise bis hin zur Bewaffnung gefördert werden, um Unruhe im gegnerischen Land zu schüren. Und gleichzeitig werden gesellschaftliche Gruppen, die sich nicht integrieren lassen, im Krieg führenden Land zum Ziel von Kriminalisierung und Ausgrenzung. Und das beobachten wir heute auch in Deutschland. Wenn wir diesen Film gleich sehen, werden wir feststellen, es gibt eine Kluft zwischen den USA und den arabischen Ländern, zwischen den westlichen Journalisten und den arabischen Journalisten. Und es gibt auch einen Unterschied in den Bildern. Und das ist etwas, was bis heute gilt. Einer der Protagonisten in diesem Film ist der Producer von Al Jazeera, Khader. Und er sagt, jeder Journalist ist erstmal ein Mensch. Er hat seine eigene Denkweise, er hat seinen Glauben und er hat die Vorlagen von seiner Redaktion, an die er sich halten soll. Und das ist etwas, was man in diesem Film sehr deutlich sehen kann, wonach die Mitarbeiter von Al Jazeera arbeiten. Und die Dokumentarfilmerin, sie hat festgestellt, als sie den Film geschnitten hat, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn es ist uns auch mal passiert bei einem Film über den Irak, sie hat einen Teil des Filmes in Ägypten, wo sie herkommt, geschnitten und den anderen Teil in den USA, wo sie lebt. Und sie hat gesagt, als ich in Ägypten war, da habe ich all diese Bilder gesehen von den Toten und Verletzten und von diesen Kindern im Krankenhaus. Und ich habe mir gedacht, natürlich müssen wir diese Bilder aufnehmen. Die gehören damit rein in den Film. Und als sie in den USA war, da hat sie dann auf einmal im Fernsehen wieder gesehen, wie man dort berichtet und wie die Filme da geschnitten werden und so. Und sie hat sich auf einmal gedacht, Mensch, wenn ich mir diese Bilder angucke von den Toten und Verwundeten und den verletzten Kindern,
die sind doch irgendwie unglaublich gewaltsam, gewalttätig. Können wir das überhaupt bringen? Wie wichtig sind diese Bilder eigentlich? Sind sie so wichtig, dass wir sie in unseren Film aufnehmen sollen? Dazu kann ich nur sagen, ja, denn sie entsprechen der Realität und dafür steht Al Jazeera nicht nur in dem Krieg gegen Irak, sondern auch heute. Dankeschön.